Schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst in unserer Katharinenkirche in Großen Aspen. Heute aufgrund der Gegebenheiten wieder mal online. Schön, dass Sie alle dabei sind. Neulich las ich in der Zeitung einen Artikel über einen Schäfer, einem der ältesten Berufsstände der Welt, und seinen Berufsstand hier in Deutschland. Leider steht der Beruf des Schäfers in Deutschland vor dem Aus. Das hat mehrere Gründe. Zum einen rücken nicht mehr so viele Jungschäfer nach, wie alte Schäfer in Pension gehen. Und zum anderen sind die Gegebenheiten für diese Schafhirten in Deutschland nicht mehr so gut. Die Preise für Schafe sind im Keller. Lammfleisch wird lieber aus dem Ausland importiert, als hier regional bezogen zu werden, und die Preise für Wolle sind auch unterirdisch. Dennoch hat dieser eine Schäfer aus diesem Zeitungsartikel gesagt, dass er nie hätte einen anderen Beruf wählen wollen, dass das sein Traumjob ist. Und das fand ich sehr interessant und auch sehr bemerkenswert. Und sehr interessant fand ich auch eine Äußerung, die er getätigt hat, ein Vergleich, den er gezogen hat. Und zwar bewegte sich seine sonst sehr ruhige Schafherde auf einmal wild und gierig, rannten die los, bewegten sich auf die Wassertröge zu und stolperten fast übereinander, und ein Schaf plumpste sogar fast in diesen Wassertrog. Und daraufhin schmunzelte der Schäfer nur und sagte dem Interviewer, ja, so sind Schafe eben, die sind wie Menschen, die werden erst friedlich, wenn sie alles haben. Habe ich da gedacht. Friedlich sind Schafe erst, wenn sie alles haben, da sind sie wie Menschen. Also, ich weiß ja nicht, wie euch das so geht, aber ich möchte eigentlich nicht so gerne mit einem Schaf verglichen werden. Gelten die doch nicht gerade als die intelligenteste Spezies unter den Tieren? Naja, mal gucken. Dennoch zieht hier ein Fachmann der Schäfer einen Vergleich zwischen Menschen und Schafen. Schafe sind wie Menschen und andersherum. Und mit dieser Behauptung ist er eigentlich gar nicht so ganz alleine. Dieselbe hat nämlich schon mal ein Berufskollege von ihm vor 3000 Jahren angestellt. Dieser Berufskollege war König und als junger Mann Schafshirte, Jungschäfer, würde man ja wie hier in Deutschland sagen. Und er war König, wie gesagt, König David, und Verfasser vieler Psalmen in der Bibel, unter anderem auch vom Psalm 23, um den es heute geht. Herkömmlich bezeichnet man ja den heutigen Sonntag als Hirtensonntag, und David war Hirte und hat diesen Psalm geschrieben. Ich lese ihn uns in der klassischen Form aus der Lutherbibel und einmal in einer neueren Übersetzung aus der Neuen Evangelistischen Übersetzung vor. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Jetzt die neuere Übersetzung. Der Herr ist mein Hirte, mir fehlt es an nichts. Er bringt mich auf saftige Weiden und führt mich zum Rastplatz am Wasser. Er schenkt mir wieder neue Kraft. Und weil sein Name dafür steht, lenkt er mich immer in die richtige Spur. Selbst auf dem Weg durch das dunkelste Tal fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir. Dein Wehrstock und dein Hirtenstab, sie trösten und ermutigen mich. Vor den Augen meiner Feinde deckst du mir einen Tisch, nimmst mich herzlich in Empfang und schenkst mir den Becher voll ein. Nur Güte und Liebe verfolgen mich jeden Tag, und ich kehre für immer in das Haus Gottes zurück.
Der ehemalige Hirtenjunge, er wusste, wovon er hier schrieb. Er konnte Vergleiche anstellen, was Menschen mit Schafen gemeinsam haben, aber was noch viel wichtiger ist und in diesem Psalm ja eigentlich zum Ausdruck kommt, König David wusste, was ein Hirte alles für seine Schafe tut, welche Aufgaben ein Hirte hat, worauf er bei Schafen achten muss, wie sie am besten zu versorgen und zu erziehen sind. Das alles wusste König David, wie man mit Schafen umgeht, damit es ihnen gut geht. Und der Psalm 23, der berichtet in einer Bildersprache davon, was Gott als Hirte für David war und Gott heute für uns Menschen als Hirte immer noch ist. Gott ist vollkommen. Also ist er auch als Hirte vollkommen. Gott ist für uns der perfekte und vollkommene Hirte. Ich habe einige von diesen Bildern, die in dem Psalm vorkommen, von den Vergleichen, die Gott als Hirten beschreiben und was er als solcher für uns macht, aufgegriffen und mal hinterfragt und näher beleuchtet. Und ich habe dabei festgestellt, dass ich nur einen Bruchteil von dem, was diese 6 Verse aussagen, hier wiedergeben kann. Also meine Erklärung ist nicht vollständig. Das zeigt sich auch darin, dass über den Psalm 23 sogar schon ganze Bücher geschrieben worden sind. Also ich kann heute nur einen Abriss von dem geben, was mir persönlich ganz wichtig geworden ist. Psalm 23, der beginnt mit den Worten, der Herr ist mein Hirte. Wenn Gott mein Hirte ist, dann bin ich sein Schaf. Ich gehöre seiner Herde an. Ich bin kein namensloses, heimatloses, umherirrendes und vernachlässigtes, alleingelassenes Schaf. Nein, ich gehöre zu seiner Herde. Ich gehöre zu ihm, er ist mein Hirte. Und alle die folgenden Verheißungen, die Versprechungen in diesem Psalm, die gelten mir ganz persönlich. Es geht weiter in Vers 2 mit der Aussage, es wird mir an nichts fehlen, er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Wow, Gott ist mein Versorger. Es wird mir an nichts bei ihm fehlen, was ich zum Leben benötige. Er kümmert sich um meine täglichen Bedürfnisse, um meine Ernährung, Kleidung, um Arbeit, um Erholung und um Zuwendung. Zuwendung, die meine Seele und mein Herz benötigen, um nicht zu verkümmern. Und er tut das mehr, als es je ein Mensch für uns tun könnte. Bei frisch Verliebten hört und liest man sehr häufig in den sozialen Medien, wenn sie frisch verliebt sind, dass sie sich jetzt darüber so freuen, endlich den perfekten Partner fürs Leben gefunden zu haben. Ich finde das immer ganz klasse und freue mich mit ihnen. Und ich kenne viele gute Ehen und Partnerschaften, die schon so lange bestehen, so viele Jahre und auf einer soliden Basis gebaut sind. Die mit den Jahren, wenn die Schmetterlinge so ein bisschen weniger im Bauch flattern, an Fürsorge, an Kompromissbereitschaft und Verständnis füreinander zugenommen haben. Und die es geschafft haben, das Fundament ihrer Beziehung auf einen festen Sockel zu stellen. Und dennoch kommen auch diese Paare trotz aller ihrer Bemühungen an ihre Grenzen. Sie schaffen es nicht, dem Partner die Zuwendung zu geben, die ohne Vorbehalte und Bedingungen liebt. Die Zuwendung, die dem anderen immer nur Gutes tun will, die nie nachtragend ist, die alles verzeiht und alles vergibt. Das schafft kein Mensch, vollkommen zu lieben. Da kommen wir wirklich an unsere Grenzen. Und es wird da immer eine Versorgungslücke deswegen geben. Aber es gibt ja Gott, der diese Versorgungslücke gerne schließt. Bei ihm wird es uns nie an Fürsorge fehlen. Er deckt unsere Mängel zu mit seiner Liebe, die an keine Bedingung geknüpft ist.
Er liebt dich, er liebt mich, er liebt uns genauso, wie wir sind. Und er schenkt mir wieder neue Kraft. Weil sein Name dafür steht, lenkt er mich immer in der richtigen Spur. Immer in der richtigen Spur? Immer? Geht das überhaupt? Ist das möglich? Bei Gott schon, das ist sein Angebot an uns, uns immer in der richtigen Spur zu führen, damit wir inneren Frieden und Freude und Gelassenheit und Zuversicht haben bei ihm und frei von Angst sein können. Aber manchmal, dann nehmen wir eben sein Angebot der Führung nicht an. Oder wir schauen nicht mehr auf den uns vorangehenden Hirten. Auf dem Weg unseres Lebens, da kommen wir manchmal in Schlingern, eiern hin und her, treten vielleicht auch mal neben die Spur oder wenn es hart kommt, fallen wir auch mal in den Graben. Es gibt wohl keinen Christen, dem das nicht schon einmal passiert ist, neben die Spur zu treten, der sich nicht schon mal verlaufen hat, weil er sich zu weit vom Hirten entfernt hatte. Denn Schafe, die können ja nicht besonders gut gucken, nur 13 Meter weit. Tja, aber hören können Schafe viel besser. Im Johannesevangelium hat Jesus von sich gesagt, ich bin der gute Hirte. Der Hirte ruft jedes Schaf mit seinem Namen. Er ruft Thomas und Claudia und Stefan und Veronika und wie sie alle heißen. Er ruft jeden bei seinem Namen. Und er führt sie aus dem Stall. Und wenn er alle Schafe ins Freie geführt hat, dann geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Und auch wenn man den Hirten mal aus den Augen verloren hat, seine Stimme, die bleibt. Mit 15 Jahren hatte ich mich bei der Konfirmation für diesen guten Hirten entschieden und ich war eigentlich fest entschlossen, immer bei ihm zu bleiben, immer auf ihn zu schauen. Dann hat sich das aber so ergeben, auch durch andere Freundeskreise, dass ich mich immer weiter von ihm entfernt und schließlich ihn ganz aus den Augen verloren hatte. Aber ich hatte in diesen Jahren, wo ich ihm persönlich nicht mehr gefolgt bin, manchmal den Eindruck, dass er zu mir spricht, dass er sich wieder in Erinnerung bringen möchte. Aber ich habe diese Stimme, die da leise zu mir redete, weggedrückt. Ich wollte sie nicht hören. Ich bin da so mit umgegangen, wie wenn man auf seinem Handy einen Anruf bekommt, den man nicht haben will und den einfach wegwischt, wegdrückt. Mit über 30 und nach dem dritten Kind kam ich dann in eine Erschöpfungsdepression. Ich hatte Panikattacken und Angstzustände. Das war wirklich keine schöne Zeit für mich. Menschen konnten mir damals nicht helfen und so habe ich mich in meiner seelischen Not wieder dem Hirten zugewendet, habe wieder zu Gott gesprochen. Und ich wurde so nach und nach meine Angstzustände wieder los. Ich begann dem, was ich in der Bibel las, Gottes Wort Vertrauen zu schenken und ich gewann wieder Zuversicht und Lebensfreude. Und zwei Verse, die sind mir damals besonders wichtig geworden. Der eine steht im Johannesevangelium im Kapitel 16 und heißt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und der zweite, der steht in Josua im Alten Testament, auch im ersten Kapitel. Und da heißt es, siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt, dass du freudig seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir in allem, was du tust. In Psalm 23, da werden diese Zustände, in denen uns alles aus der Hand zu gleiten droht, in denen wir meinen, wir gehen durchs dunkle Tal und finden keinen Ausweg. Ja, die werden mit einem dunklen Tal, manchmal auch mit dem Tal des Todesschatten, verglichen.
Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, heißt es im Psalm 23, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. In diesem Vers, da findet ein grammatikalischer Perspektivwechsel statt. War vorher von Gott, dem Hirten, als Hauptwort, als Substantiv in jedem Satz die Rede, dann bin auf einmal ich das. Ich wanderte im finsteren Tal. Manchmal tun wir das selbstverschuldet. Manchmal sind es die leider nicht vollkommenen Gegebenheiten hier auf der Erde, die uns durchs dunkle Tal führen. Kennen wir alle. Leid, Kummer, Trauer, Enttäuschung, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Trennung und auch der Tod führen uns manchmal in Zeiten, die ziemlich dunkel zu sein scheinen und es für uns natürlich auch sind. Und wenn wir dann keinen Hirten haben, dann sehen wir Schafe manchmal ganz schön alt aus. Schafe haben ja keinen besonders guten Orientierungssinn. Würde man die abends, nachdem man sie gegrast hat grasen lassen, einfach loslaufen lassen, würden die sich hoffnungslos verehren. Sie würden nie alleine in den heimatlichen Stall zurückfinden. Dafür haben sie ja ihren Hirten. Und dann ist da dieser eine gute Hirte, der feststellt, wenn er die Schafe abends in das Gatter holt, in den Stall holt, dass ihm ein Schaf fehlt. Ich habe mich immer gefragt, wie macht ein Schäfer das? Wie merkt er, dass ihm ein Tier fehlt? Also wenn ich so auf Fotos oder in der Realität mal so eine riesige Schafherde betrachte, also 100 Schafe sind schon ganz schön viel, finde ich, dann sieht das aus wie ein Wollknäuel neben dem anderen. Und wie kann man aus diesem großen Menge Wollknäueln überhaupt erkennen, dass da ein Schaf von 100 fehlt? Es gibt da zwei Tricks, die sich ein Hirte damals bedient hat. Die Herde wurde ja jeden Abend in dieses eingezäunte Gatter gebracht und der Durchgang zu diesem Gatter, der war recht schmal. Ein, maximal zwei Schafe konnten nebeneinander gleichzeitig hindurchgehen. Und wenn die Schafe dann in ihr Gatter wollten, dann hat der Schäfer daneben gestanden und hat sie gezählt mit seinem Stecken und mit seinem Stab. Der Stecken, das ist so eine langgezogene Keule gewesen mit so einem dicken Keulenende. Und wenn die Schafe dann durch das Gatter gegangen sind, dann hat er mit dieser Keule immer ganz leicht jedem Schaf auf den Rücken gestupst und sie dabei gezählt. Oder er ist in die Knie gegangen und hat seinen Hirtenstab vor diesen Durchgang gelegt und die Schafe mussten über diesen Hirtenstab springen. Dabei konnte er sie dann auch zählen. Bei beiden Methoden ist der Schäfer, der Hirte, seinen Tieren sehr, sehr nahe gekommen und konnte sie gleichzeitig auch untersuchen, konnte feststellen, ob sie sich normal bewegen, ob sie gesund sind oder vielleicht sogar von Parasiten befallen waren. Und wenn ihm dann doch eines von diesen 100 beim Zählen fehlte, dann lässt der Schafe 99 im Gatter, im Stall zurück, geschützt, aber er lässt sie zurück, um sich auf die Suche nach diesem einen Schaf zu begeben. Dieses Gleichnis hat Jesus selbst erzählt, um zu erklären, wie er sich auf die Suche nach Menschen macht, die ihn verloren haben, die sich verirrt haben und nicht allein zurückfinden. Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eines von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es auf seine Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und spricht: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Das ist doch sehr tröstlich, ne? Ich finde es jedenfalls sehr tröstlich, dass wir nie verloren gehen und dass uns der Hirte immer wieder suchen geht.
Und dass wir nicht im dunklen Tal stecken bleiben, sondern dass wir dahin durchgehen. Und er ist immer an unserer Seite. Er hat uns da nicht hineingeführt, aber er lässt uns dort auch nicht allein. Er kümmert sich um uns. Im Vers geht es weiter mit: Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Aber jetzt mal echt, jetzt, abgesehen vom Zählen, was soll einen denn an einer Keule und an einem Stock trösten, ermutigen und helfen? Also eine Keule und ein Stock, das sind für mich eher etwas handfestere Erziehungsmethoden. Aber mit diesen Begriffen wie Ermutigung und Hilfe und Trost haben die für mich also nicht ganz so viel zu tun. Aber ich habe euch ja zu Anfang erzählt, ich habe für euch und für mich recherchiert und habe festgestellt, dass dieser Stecken nicht nur zum Zählen da ist, sondern dass er auch als Keule verwendet wird für Raubtiere, die sich zu dicht an die Schafherde heranwagen. Da hat der Schäfer, der Hirte, einmal ordentlich ausgeholt und mit der Keule auf die wilden Tiere, Luchs, Wolf, wie auch immer, gezielt, um sie zu vertreiben. Und da dieser Stecken nicht nur so eine kurze Keule war, sondern so ein bisschen länger. Und wenn der Hirte seine Schafe geführt hat, dann hat er mit diesem Stecken, wo das Gelände so ein bisschen unübersichtlich war, immer so leicht auf den Boden geklopft, mit jedem Schritt, den er gegangen ist. Und zwar hatte das den Sinn und Zweck, dass er damit die Schlangen vertrieben hat, die sich auf dem Weg vielleicht irgendwo im Gebüsch oder hinter Steinen oder wie auch immer versteckt hatten. Der Hirte ist vorangegangen, hat mit dem Stecken auf den Boden geschlagen und die Schlangen sind geflüchtet. Ja, und dann gibt es ja in jeder Herde immer so Ausbüchsschafe. Schafe, die sich gerne mal von der Herde entfernen, vielleicht weil sie ein bisschen nachlässig sind oder träumen, die so ein bisschen neben der Spur, aus der Spur sind, den Weg verlassen. Und der Schäfer, der Hirte, sieht das ganz schnell und nimmt seinen langen Stab und drückt den Stab dem Schaf nur so ein bisschen an die Flanke, an die Seite, um das Schaf wieder in die richtige Spur zu bringen und wieder zur Herde zurückzuführen. Da finde ich dann Stecken und Stab in dieser Bedeutung doch sehr, sehr tröstlich. Und denn im Dunkeln ist da immer noch seine Stimme, das dürfen wir ja nicht vergessen, Schafe hören ja sehr gut. Und sie hören die Stimme und sie folgen ihr und sie verfolgen dem Versprechen, dass wieder eine grüne Weide am Ende des dunklen Tals auf sie wartet. Eines unterscheidet uns Menschen von Schafen aber grundlegend, auch wenn wir jetzt vielleicht so ein paar Ähnlichkeiten festgestellt haben. Etwas ist grundlegend anders und das ist auch gut so. Schafe, die werden ja nicht gefragt. Ein Schäfer, ein Hirte, der stellt sich seine Herde zusammen, so wie er das möchte. Wenn er eine neue Herde gründet, kauft er sich alle Schafe zusammen. Wenn er eine bestehende hat, kauft er vielleicht welche dazu oder verkauft andere wieder. Schafe werden auch in eine Herde hineingeboren. Sie werden aber nicht gefragt. Der Hirte kann ganz allein über sie verfügen. Ein Wahl- und Mitbestimmungsrecht für Schafe gibt das nicht. Da haben wir Menschen, ist doch besser, ne? Wir können uns entscheiden. Wir können wählen, welcher Herde wir angehören möchten, in welche Gemeinde wir gehen möchten und auch welche Konfession für uns die beste ist, welche Konfession wir beitreten möchten. Wir haben die freie Wahl, die freie Herdenwahl. Und vor allem, wir können wählen, ob wir grundsätzlich diesem guten Hirten folgen möchten oder aber auch nicht. Die Entscheidung steht uns frei.
Vielleicht weißt du von diesem guten Hirten noch nicht so ganz viel und hast jetzt gerade gedacht, Mensch, ich würde ihn gerne mal ein bisschen näher kennenlernen. Und dann bist du jetzt nur ein Gespräch weit von ihm entfernt. Du kannst ganz normal mit ihm reden, zu ihm beten, nennt man das. Und er hört dich, das hat er versprochen. Und er antwortet, vielleicht nicht sofort, vielleicht aber doch, vielleicht auch etwas später, aber er wird dir definitiv antworten, wenn du ihn wirklich kennenlernen möchtest. Gern helfen wir dir auch beim Kennenlernen. Du kannst unseren Pastor Jan-Peter Dau-Schmidt oder auch mich oder andere Gemeindemitglieder gern persönlich ansprechen oder wende dich per E-Mail an uns. Vielleicht bist du ja aber auch der verlorene Sohn oder das verehrte Schaf und du bist schon viel zu lange vom Hirten getrennt und traust dich gar nicht wieder so recht zu ihm zurück. Vielleicht hast du ja Angst vor seinen Vorwürfen, dass du nicht gut genug bist, dass er dich deswegen gar nicht mehr lieb haben kann, weil du dich bewusst gegen ihn entschieden hast. Und da kann ich dich beruhigen aus eigener Erfahrung. Er steht da mit weit geöffneten Armen und kann es kaum erwarten, dich wieder in seine Arme zu schließen. Und er wird dich nicht verurteilen, denn es steht ja im Johannesevangelium, 3. Kapitel, Vers 18, dass Jesus nicht in die Welt gekommen ist, um sie zu richten, sondern um sie zu retten. Und wenn du diese Stimme des guten Hirten bereits kennst und ihr vertraust und dem Hirten folgst, wenn du zu seiner Herde gehörst, dann wirst du von Gott in deinem Leben mit allem versorgt sein, was du benötigst. Du wirst an seinem gedeckten Tisch sitzen. Er tröstet dich und er beschützt dich. Er salbt dein Haupt mit Öl. Das ist auch ein Schutz. Das habe ich neulich erst kennengelernt, was das auch im übertragenen Sinne für ein Schaf bedeutet. Ein Hirte salbt, schmiert den Kopf eines Schafes mit Öl oder mit Salbe ein, um Parasiten von ihm fernzuhalten, die sich da sonst einnisten würden. Also der Hirte schützt uns, indem er unseren Kopf mit Öl salbt. Gutes und Barmherzigkeit, Zuwendung und Zuversicht trotz dunkler Zeiten, Liebe und Gnade werden dir ein Leben lang von Gott geschenkt werden und du hast das Versprechen und die Zusage und die Gewissheit, dass es nach diesem Leben, dass es in der Ewigkeit an seiner Seite weitergehen wird, dass du beim guten Hirten in seinem Haus bleiben wirst, für immer. Amen.